Alle Schutzräume auf! Ah, ich hab noch über der Wirbelsturm. Ich muss irgendwelche Dinos betäuben. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Nein! Der da. Schnell, bevor die da sind! Mist! Sind zu dicht, sind zu dicht! Na toll. Sie müssen die Gäste beschützen. Ja, ja. War tun nicht möglich am Arsch! Natürlich geht das. Du musst nur anstrengen. Ist ja bloß 4 zum Glück. Habe ich schon mal Schlimmeres erlebt. Oh, das ist schon mal heile. Toll. Mann, ey, diese blöden Wirbelstürme, ne? Aber ist das hier nicht schon ein Stromzaun an der Stelle? Nein, das war kein Stromzaun. Toll. Die Anecke habe ich vergessen gehabt. Oh. Das hier geht ja nicht, warum auch immer. Wenn ich es abreiße. Dann geht's. Hallo. Dann geht's bestimmt. Ja, jetzt geht's. So. Siehste. Viel besser. Zack. 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 Es fehlen immer noch 2, ne? Ja, ja. Eine einzige Helikopterarmee habe ich hier. Eine Armee aus Helikoptern. Ich frage mich ja, ob bei der letzten Insel auch Wirbelstürme kommen. Ich würde bei eher sagen, nein, das wäre ja, soweit ich sagen kann, nicht filmadäquat. Insofern. Wahrscheinlich nicht. Immer schön, wieder sowas nicht zu haben. Das nervt doch ganz schön. Kümmere mich um Futterstation. Zack. Zack. Oh, ich muss was reparieren sogar. Die Ranger-Station reparieren. Was für eine Ironie. Anfrage bestätigt. Hä? Produkt wird transportiert. Aufgabe zu viel geht nicht. Unterwegs zur so. Futterstation. Läuft. Oh, auch einiges repariert hier drüben. Da ist auch was kaputt. Da läuft sogar einer. Verstanden. Kommt auf die Liste. Ja, Mensch. Das hat mir ja keiner gesagt, dass er was kaputt. Der war gar nicht da gewesen, der Wirbelsturm. Der war hier, der Wirbelsturm. Was soll denn das? Das verarscht mich doch. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Immer noch ein Velo, das gibt's doch gar nicht. Was ist der denn? Ob ich jetzt schon alle 3 reingebracht? Ich glaube nicht. Hier ist kein Transportsymbol. Ah! Er ist ein bisschen weiter weggelaufen. Gleich kommen die Dinos. Oh toll, ich hab's geahnt. Natürlich ist er hier drin erwischt worden. Kannst den da nehmen und das da abbrechen. Die anderen bitte. T-Rex? Ja, okay, der kann kommen. Der kann kommen. Zack. Krankheit. Das ist der T-Rex. Ja, normal hat er ja. Dann brauche ich aber Nahrung für den letzten. Und da ich hier nichts Fleischiges habe, bekommt er dies noch von mir. Produkt wird eingesammelt. Hört auf zu kreischen da. Schließen. Wo bleibt denn jetzt mein Reparaturteam? Oh, nö. Produkt wurde eingesammelt. Nö, danke. Hier, Ranger. Produkttransport im Gange. Da kommt er. Na endlich. Schnell!
Echt jetzt? Genau, hau ab, du Blödi. Wollte schon sagen, das wäre es ja noch gewesen, wenn das verhindert und dann alles wieder von vorne losgeht. Aber ist nicht. Wenn du schon mal hier bist, ne? Mach mal so. Toll. Und Ranger Nummer 2 darf den mal heilen. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Ach. Vor allem in Situationen wie diesen. Tollwut vor allem. Hör mal zu, Mädel, das Ganze hier ist ja nur nicht meine Schuld, ne? Die hat genug zu fressen und das soll funktionieren. Keine Ahnung. Immer diese echt klugscheiße Kommentare aus der letzten Reihe, das ist unglaublich. Jetzt kommst du erst mit dem letzten Velo? Mensch, Mensch. Ich frag mich gerade, ob der T-Rex so ein Velo auch angreift, wenn er halt betäubt rumliegt und auffrisst. Weil so lässt er dir ja auch in Ruhe. Und dann wiederum haben, glaube ich, die Velos auch den betäubten Metria-Dingens hier halt gemacht. Produkt zugestellt. So gesehen, weiß man immer nicht so genau, ne? Ich meine, dass ich noch einen zweiten Brachio reinbringen hier, komm, was soll's. Brachio. Bisschen blöd aus der Typ, also so dümmlich blöd. Zack. Bestimmt auch ähnliche Werte wie der Brachio, ne? Ist ja auch ähnlich groß, würde ich bald behaupten. So, dann trink doch was, lieber T-Rex, und dann kann der nächste kommen. T-Rex, wo bist du überhaupt? Ich habe ihn gerade gehört, glaube ich. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Trink, mein Kleiner. Großer Kleiner, hast ja recht. Und trink! Nee, nicht trinken. Beißen. Trinken. Ja. Ja, so. Na toll, außer der Cerato muss der zweite sein. Super. Da, wo es am längsten dauert. Ich hätte gehofft, die Reihenfolge war anders gewesen, dass der zum Schluss kommt. Hilft nichts, da wird er ein paar vier Viecher fressen hier. Kann ich dann wohl kaum vermeiden. Wasser und Nahrung wird er haben. Nahrung auf jeden Fall. Aber er kommt komischerweise ohne Krankheit. Naja, immerhin. Das ist schon mal ganz gut, weil da muss ich ja ewig fahren, um den zu heilen. Muss ich jetzt halt nicht machen. Ist schon ganz okay so. Yes, Traum dran. Wir haben eine Ziege gefressen. Wir haben Timmy getötet. Und Kenny auch, außerdem. Das hier wird jetzt ja spannend, wie viel er von meinen Leuten frisst, bevor die Mission zu Ende geht. Ich hoffe nicht allzu viel, aber an sich kann es mir ja egal sein, denn ich kann ja alles fix neu züchten und ich bin danach eh weg von der Insel. Also kann die auch meinetwegen verrotten. Zustellung wurde abgeschlossen. Ich sehe gerade, ich habe wieder massiv Geld. 30 Millionen. Ja. Komm, friss was. Genau. Zielstrebig drauf zu. Er biegt ab. Er hält an. Guckt den falschen Dino an. Und jetzt sieht er das Fleisch und ham, ham, ham. Genau. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. Das schmeckt gut. Ey, was zum... Hä? Ich hab jetzt geklickt, warum macht er das auf einmal? Ich wollte ihn angucken weiterhin. Oh Mann. Manchmal, ne? Nicht die von der Station. Ich will den da anklicken. Meine Güte. Ach, okay, alles klar. Ich habe hier versucht auszusehen. Wollte ich gar nicht. Ich will die Kamera bloß drehen, gedrückt halten. Kann ich bloß nicht. Ja, muss ja hier der mit der Maus was zu machen. Oh. Na, schmeckt uns das? Ja, schniff, schniff, trinken gehen. Und danach betäube ich ihn gleich mal. Bestätige Aufgabe. Trink. Trink, uppala. Trink. Ja. Jawohl. Da kommt er nicht rein. Und der ist schon da zum Betäuben, wunderschön. Eingesammelt. Der kann dann ja darunter liegen bleiben eine Weile, bis ich verkaufe. Ich denke mal, ich werde ihn behalten müssen. Natürlich.
bis die Mission zu Ende ist, weil sonst auch wieder was von vorne gemacht. Vielleicht hat er auch ein Sicherheitsziel, aber wenn er erstmal weg ist, dann kann ich ihn... Ach, er ist schon betäubt. Ach, er trinkt doch da, wo ihr betäubt habt, Leute. Der Schnauze im Wasser. Wie flach das Wasser einfach immer ist, ne? Naja. Ranger bereithalten. Kranke Dinos sind leichte Opfer. So. Den heilen wir auch noch mit den Kolibakterien oder von den Kolibakterien. Das geht ganz fix. Nebenbei isst da was und trinkt was und macht sie auch so einigermaßen fit. Und dann ist die Mission geschafft und ich kann endlich weg von diesem Park. Yeah! Das heißt, auf Wiedersehen, fiese, dunkle Thumbnails. Und endlich kriege ich wieder ordentliche. Zack. Treffer. Hat mich gereicht. Siehste? Gern geschehen übrigens. Trink doch was. Trink doch mal was. Trink doch mal was. Trinken. Da hinten. Nee, Oh. Erstmal sozialisieren hier. Ihr kennt ihn doch. Er war schon mal kurz hier. Ja, ja. Diese Rangkämpfe immer. Völlig unbegründet. Ja, verzieh dich, Kleiner. Denkt er sich so. Trink was. Trink was. Och, falsche Richtung. Genau, hast gemerkt, ne? Da ist Wasser. Schnüff, schnüff. Kämpft dafür? Nicht wirklich. So. Trink, 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 trink. Und wehe, die Mission geht danach noch weiter. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Und trink. Ja, so trinkt man. Das schnell kann das nicht. Nochmal. Ja. So. Fertig, gewonnen. Yeah. Gigantosaurus. Nee, Giganoto. Giganto. Das können wir abhaken. Job erledigt. Sie haben das halbwegs gut gemacht. Halbwegs. Und darum ging es hierbei. Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen. Offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen. Wissen Sie zufällig was darüber? Wahrscheinlich weiß er das. So, liebe Leute, ich würde sagen, oh, 5 Sterne, siehst du? Endlich zur letzten Insel rüber huschen. Das bin ich doch mal richtig. Zack. Ich habe schon einen halben Stern auf der Insel, wo ich dann nur einmal kurz gewesen bin. Endlich kommen wir ins letzte Gebiet. Ich freue mich. Weg von dieser beengten und dunklen Insel. Das ist echt unpraktisch für den Let's Player bei diesen Thumbnails, weil ich mag ja gar nicht... Ich meine, klar, ich hätte jetzt theoretisch jede Folge mit so einem Spezial-Thumbnail ausstatten können, wo ich gut zum einen zigfaches an Arbeit dran stecke und was auch dann mal letztendlich nichts mit der Folge zu tun hat, weil es halt nicht aus der Folge selbst ist. Das mag ich ja immer nicht so gerne. Und deswegen war es keine Option für mich. So, kennen wir ja schon, aber trotzdem mal zeigen vielleicht. Besucher ohne Ende in dem nicht wirklich gesicherten Gebiet. Naja, was soll's, müsst ihr ja wissen. Mittleres Kraftwerk, das können wir doch schon besser, oder nicht? Aber ich habe ja hier einen Namen, ne? Warum auch immer. Ich habe noch nicht wirklich irgendwas gebaut bisher. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich fange mal direkt an mit Missionen ranholen. Erstmal gucken, was sie jetzt genau haben. Moment, warte, warte, wo war es jetzt? Nee, hier beim Ruf, okay. Ah, okay, ich brauche bei allen extremen großen Rufen nachher letztendlich. Oh, 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 oh. Ah, geht gleich mit einer Mission los. Dann würde ich sagen, fange ich mit dir noch gleich an. Andererseits ist das hier ein ziemlich weiter Punkt und hier ist Fossilengebiet. Ich mache erstmal die hier. Und dann mache ich die. Und Erfolgsrate 3 ist echt nicht schlecht. Das ist natürlich wichtig. Dann mache ich das. Ziehe ich erstmal das erste durch, weil es ganz bisschen Bus braucht. Dann haue ich das Ding komplett raus. Und dann zum Schluss das hier. Weil auch zum Schluss Indoraptor, glaube ich, ist ganz sinnvoll, das Ganze zum Schluss zu machen. Irgendwie.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also wie gesagt, erst von denen die Mission holen. Nein. Bis ich so weit bin hier in dem Park, dauert das Ewigkeiten. Vergiss es. Oh. Ich weiß tatsächlich echt nicht, wie ich anfangen soll.